17. Spieltag der Regionalliga Nordost. Lichtenberg 47 trifft auf den FC Energie Cottbus, den Absteiger aus der dritten Liga, der gerne wieder hoch möchte. Die Mannschaft von Pele Wollitz auf Tabellenplatz 2 mit einer guten Hinrunde und heute auch natürlich favorisiert gegen die Lichtenberger, die seit einigen Spieltagen als Favoritenschreck gelten. Vor dem Spiel wurde noch Niklas Wollert für sein 100. Spiel für die Lichtenberger beglückwünscht. Der vielleicht beste Torwart der Regionalliga wird heute sicherlich gefordert sein. Zunächst ist er aber eher in den Spielaufbau eingebunden. Der weite Ball auf Olo, Lichtenberg in Rot von links nach rechts. Jetzt mit Einsiedel über links. Philipp Einsiedel wie immer emsig über die linke Seite und dann landet er bei Thomas Brechler. Riesenchance. Bereits nach 9 Minuten, aber da war er einfach ein bisschen zu überrascht. Nach 21 Minuten die erste Chance für Energie. Freistoß durch ihren 20-jährigen Spezialisten, durch Berkan Tatz. Der reicht bei weitem nicht von Berkan Tatz, aber Energie kommt daraufhin immer besser in die Partie. Broschinski sieht Rangelhoff! Der Führungstreffer für Energie nach 35 Minuten. Dimitar Rangelhoff mit seinem 8. Saisontreffer. Niklas Wollert aus nächster Nähe problemlos geschlagen. Und was für eine Traumflanke von Moritz Broschinski. Seine 6. Vorlage in dieser Saison. So butterweich kannst du den gefühlt gar nicht bringen. Lichtenberg möchte sofort die Antwort setzen. Reiniger auf junge Abiol. Und der landet dann bei Nils Fiegen. Noch abgefälscht dieser Versuch. Hätte richtig gefährlich für Lennart Moser werden können, der daraufhin in der 39. Minute gleich wieder gefordert wird. Freistoß von der rechten Seite, getreten durch Christian Gawe. Und Reiniger kommt noch dran irgendwie, aber Lennart Moser ist zur Stelle und kann Schlimmeres aus Energiesicht verhindern. Wieder Cottbus jetzt mit Brückmann im Zusammenspiel mit Tarz. Und er bringt wieder seine Flanke. Broschinski! Aber Wollert macht sich lang. Weltklasse-Parade. Durch die Nummer 1 der Lichtenberger. Eine Chance gibt's für die Lichtenberger noch. Der Eckball kurz vor der Pause. Fiegen bringt ihn rein. Und Brechler ans Außennetz. Es ist nicht zu fassen. Es ist eine wirklich unterhaltsame Partie, die uns diese beiden Mannschaften bieten. 1700 Zuschauer vor Ort genießen gefühlt jede Sekunde. Dann kommt wieder Union mit diesem weiten Ball. Lindemann kann sich nicht durchsetzen und Rangelhoff auf Berkan Tatz. Was macht Holwitz denn da? 2:0 für Energie Cottbus. David Holwitz beschwert sich daraufhin nochmal bei Christopher Gaunitz. Das war doch ein Foulspiel. Und egal, ob es eins war, er fällt ein bisschen zu schnell, kann sich da körperlich nicht durchsetzen. Und so steht es 2:0 für Energie Cottbus. Was können die Lichtenberger noch machen? 59. Minute. Der Ball auf Gawe. Der ist jetzt richtig giftig. Setzt sich da irgendwie durch. Und sieht Brechler, Thomas Brechler, die nächste 90%ige Chance, die er an diesem Tag vergibt. Doch die Mannschaft von Pele Wollitz jetzt mehr und mehr unter Druck. Lichtenberg macht das gut in dieser Phase. Gawe und wieder Thomas Brechler, aber überragend pariert vom 19-jährigen Lennart Moser, der von Union Berlin nach Cottbus gekommen ist. Dann kommt Lichtenberg mit diesem Eckball und das ganze Stadion horcht auf. Jonas Zickert, war er da mit der Hand dran? Christoph Gaunitz entscheidet sich zuerst für Eckball, aber dann kommt sein Assistent nochmal zu ihm und sagt ihm, das war ein klares Handspiel. David Holwitz kann also vieles wieder gut machen. Nach 64 Minuten tritt er an gegen Moser. Und er verschießt! David Holwitz verschießt! Das hat er diese Saison noch nie gemacht. Kein gut geschossener Elfmeter. Und der wäre so wichtig gewesen in dieser Phase für die Lichtenberger. Die darauf folgende Ecke. Getreten durch Gawe. Kommt wieder gefährlich rein. Die Lichtenberger machen viel Druck, insbesondere durch Standards. Wieder die folgende Ecke. Kommt wieder gut rein und Thomas Brechler volley genommen. Aber Moser ist einfach zu stark in dieser Phase. Die Gastgeber strahlen in dieser Phase förmlich mit klasse Kombinationen. Gawe
Erneut auf Brechler, Reiniger. Noch ist die Chance abgewehrt, aber noch lange nicht vorbei. Fiegen versucht es mit der Brechstange und dann versucht es Lichtenberg mit der Brechlerstange. Moser wieder vor Thomas Brechler. Es ist das Privatduell zwischen diesen beiden. Und dann kommt Einsiedel und macht diesen horrenden Fehlpass. Darts passt auf. Bruschinski ist das. Und Brückmann, klasse Parade von Niklas Wollert. Die Leistung vom 24-Jährigen ist heute gefühlt Bundesliga-tauglich. Was macht Lichtenberg noch? Rausch ist eingewechselt, genauso wie Patrick Jahn. Und der hat das Auge für Reiniger. Wieder vorbei. Die Cottbusser, ein bisschen im Glück, dass die Lichtenberger heute die Chancen nicht wirklich nutzen können. Nochmal die 94. Minute. Der eingewechselte Beyazid. Abdulkadir, Beyazid! Aber der ist drüber. Und diese vergebene Chance besiegelt die Partie. Lichtenberg verliert zu Hause 0:2 gegen Energie Cottbus. Eine spannende, eine hochintensive Fußballpartie geht zu Ende. Lichtenberg nun auf Tabellenplatz 9. Die Cottbusser bleiben auf Platz 2.